Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um etwas extrem Wichtiges in unserem Leben. Ja, es geht wirklich um ein ganz, ganz großes Geheimnis in unserem Leben als Mensch. Und das mag dir vielleicht banal klingen, auch nach diesem Video, aber es geht vielleicht sogar um das tiefste Geheimnis des menschlichen Daseins, nämlich um unsere Fähigkeit zu denken. Und diese Fähigkeit zu denken bedeutet mit anderen Worten, Begriffe zu denken. Hier steht ein Wort. Banone. Ein anderes Wort. Wirst du auch sofort lesen können. Tomane. Was könnte das sein? Ein drittes Wort heißt Bomate. Drei Worte und du weißt sicher sofort, worum es geht. Nein, keine Ahnung. Und genau darum geht es. Es geht um dieses Geheimnis, dass Worte zunächst gar nichts sind, sondern hinter diesen Worten, die ich aufgeschrieben habe, steckt offensichtlich etwas, was wir als Mensch immer finden wollen. Nämlich meine Idee. Die Idee hinter dem Wort. Und diese verstehen wir dann als Begriff. Wir suchen die Idee hinter den Worten. Also, was könnte denn meine Idee sein mit diesen drei unterschiedlichen Worten? Denn ich habe da oben eine Idee und habe diese Idee in drei Worte gekleidet. Drei Kleider hat diese Idee bekommen und alle drei Kleider sagen dir nichts. Du weißt noch nicht, was meine Idee dahinter ist. Du könntest ein bisschen raten, könntest dann die Intuition spielen lassen, die Logik, und vielleicht würdest du sogar drauf kommen. Mit genügend Scharfsinn würde man drauf kommen, was der Axel Burkhardt da meint. Nämlich als Idee die Kreuzung zwischen einer Banane und einer Tomate. Die Banone. Ja, nicht die Banane, ist nur ein Buchstaben verändert. Die Tomane, nicht die Tomate, nur ein Buchstabe verändert. Oder die Bomate, auch nur ein Buchstabe verändert. Und trotzdem wird ein anderes Wort daraus und der andere weiß nicht mehr, was es bedeutet. Dieses kleine Beispiel soll uns zeigen, soll dir zeigen, dass wir in unserem Leben es mit etwas zu tun haben, was außerhalb der Worte liegt, was hinter den Worten liegt. Und dass Worte, wie der Volksmund so schön sagt, im Grunde genommen nur Schall und Rauch sind. Trotzdem brauchen wir diesen Schall und Rauch, um uns zu verständigen. Wozu dienen also die Worte? Uns zu verständigen. Aber wir können uns nur verständigen, wenn wir wissen, was das Wort meint, was die Bedeutung dahinter ist, was die Idee dahinter ist. Worte sind nur äußere Formen und deshalb unterscheidet man auch in der Philosophie, in der Wissenschaft, das Wort von seinem Inhalt, von seinem Begriff. Ein Wort ist im Grunde genommen nur eine Hülle. Deshalb sprechen wir auch von Worthülsen. Und das, was innen drin ist, das nennen wir den Begriff, ja, der Inhalt. Und hier sehen wir an diesen Beispielen, dass jemand ein Wort verwenden kann und ganz wenig Inhalt drin hat. Wir können uns auch ein solches Wort vorstellen, das gar keinen Inhalt hat. Da haben wir ein Wort, eine Hülle mit etwas mehr Inhalt, da noch mehr Inhalt und hier ist der Inhalt schon sehr voll. Das heißt, jemand hat schon sehr in der Tiefe ergründet, was das Wort wirklich bedeutet. Worum also geht es in unserem Leben? Es geht darum, dass wir den anderen verstehen. Und verstehen heißt immer, dass ich weiß, was er meint. Dass ich begreife, was der Inhalt seines Wortes ist. Darum geht es. Und diesen Begriff der Idee oder des Begriffs, den brauchen wir immer wieder, gerade in unserer Videoserie, in unseren Videos bei Axel Burkhardt TV, wenn wir uns mit den großen Geheimnissen des Lebens auseinandersetzen und versuchen, sie verstehen zu wollen. Verstehen kann ich sie nur, wenn ich einen klaren Begriff bekomme. Und so haben wir diese zwei Worte oder Begriffe, ein Wort und den Begriff. Das sind zwei ganz völlig verschiedene Dinge. Denn ich kann zu dieser Kreuzung eben sagen Banone
oder Tomane. Es sind zwei völlig verschiedene Worte, meinen tun sie aber dasselbe. Ich muss nur wissen, was derjenige mit dem Wort meint. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff, ein drittes Wort. Das ist die sogenannte Vorstellung. Das ist wieder etwas anderes. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, zwischen diesen dreien zu unterscheiden. Die Vorstellung ist ein Bild. Ja, wenn wir an den Begriff des Autos denken, dann taucht beim einen im Bild vielleicht ein Mercedes auf, beim anderen ein BMW, beim dritten ein Ferrari. Das heißt, jeder hat ein anderes Bild für dieses Wort Auto. Aber alle diese Bilder sind nicht der Begriff des Autos, die Idee des Autos. Die Idee des Autos ist etwas viel, viel Umfassendes. Und eine Vorstellung ist nur ein einzelnes Exemplar sozusagen dieser Idee. Genauso wie jedes Auto draußen auf der Straße ein einzelnes Exemplar ist eines Plans, einer Idee im Hintergrund. Und da müssen wir ganz klar unterscheiden und wir sollten uns bewusst werden, und du kannst von heute wirklich einmal darauf achten, dass wir im Wesentlichen mit Worten und Vorstellungen arbeiten und ganz selten eigentlich mit den Begriffen und den Ideen. Und im Leben kann man eigentlich ganz gut damit auskommen. Man sieht das zum Beispiel in einem Beruf, in einer Berufung des sogenannten Politikers, unserer Politikers. Da gibt es wirklich exzellente Politiker, die kommen sehr gut aus mit Worthülsen, mit Sprechblasen. Sie sprechen sehr viel und sagen doch nichts aus. Das ist genau das, was wir vorhin herausgearbeitet haben. Viel Worte verwenden, aber nichts dahinter meinen. Es steckt keine Bedeutung dahinter. Und so kommen wir allein mit Worten und Vorstellungen, also bildhaften Gedanken, sehr weit im Leben. Aber wo wir eigentlich nie hinkommen, wirklich hinkommen, ist zur Wahrheit und zum Verstehen, zum untereinander Verstehen, zur Verständigung brauchen wir Klarheit. Und jetzt kommen wir auch auf diesen Begriff der Klarheit. Was heißt denn eigentlich klar zu sein? Klar zu sein heißt, den richtigen Begriff gefunden zu haben. Das bedeutet Klarheit, die richtige Idee. Und in unserem Verstehen ist das extrem wichtig. Gerade in der Partnerschaft. Jemand sucht einen, eine Frau sucht einen richtigen Mann oder einen richtigen Mann. Ein Mann sucht eine richtige Frau. Nur, was meint sie mit richtigen Mann? Fragt man 100 Frauen, kriegt man 100 Meinungen, 100 Bedeutungen. Jeder verwendet dieselben Worte und trotzdem steckt etwas ganz anderes dahinter. Und wenn wir das einmal verstanden haben, begriffen haben, wenn wir den Gedanken klar erfasst haben, wissen wir auch, warum wir uns in Partnerschaften so schwer tun, warum wir uns in der Wirtschaft so schwer tun in der Kommunikation, weil wir andauernd aneinander vorbeireden. Wir verstehen zwar die Worte, aber wir wissen nicht, was gemeint ist. Und deshalb ist es extrem wichtig für uns im Leben, weil wir nämlich als Menschen, und das ist das große Geheimnis unseres Lebens, was uns vom Tier unterscheidet, in Begriffen denken können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen lernen, die Bedeutungen vom anderen verstehen zu lernen. Und die gesamte Zukunft unserer Welt, unserer Menschheit wird davon abhängen, hängt davon ab, das kann jeder verstehen, ob wir uns miteinander verstehen wollen. Das heißt, die richtigen Ideen und Begriffe herausfinden. Und diese Erkenntnis aus diesem Video ist fundamental, extrem wichtig. Und wir brauchen sie für alle unsere weiteren Informationen, die wir geben. Und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, auf diesen Unterschied zwischen Wort, Vorstellung und Begriff. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Axel Burkhardt.